An einem kühlen Frühlingstag stand der dritte Lauf der Nürburgring-Langstreckenserie auf dem Programm. Knapp 140 Fahrzeuge durften die Fans und Zuschauer am heutigen Tag erleben. Startreihe 1 komplett in BMW-Hand, Rowe Racing gegen das BMW Junior Team. Und so schießen sie auch parallel in Richtung Kurve 1. Dahinter wurde es deutlich enger. Felkuber Girmaciak, der im Walkenhorst BMW in die Zange von der Konkurrenz genommen wird, bekommt einen Stupser und die Radaufhängung wird bei dieser Kollision beschädigt. Damit also das frühzeitige Aus für den Gesamtsieger des zweiten Durchgangs der Saison. Harter Kampf, Rowe BMW gegen Audi R8 und immer wieder die bangen Blicke Richtung Wetterlage. Kommt der Regen, wie er angekündigt war, auch BMW intern. Schöne Überholmanöver, hier setzen sich die Junioren gegen die Rowe-Mannschaft durch. Falken Motorsport gegen den jetzt mit Mercedes erfolgreich vorgetragen und hier der Konter aus dem Hause Rowe. Auch bei den Cup-Fahrzeugen wurde munter gekämpft. Während wir jetzt wieder den Blick weiter nach vorne werfen, Christopher Hase im Kesselchen. Mit viel Schwung schiebt er sich neben den Rowe BMW und kann außen herum die Position erobern. Pech für die Dacia-Mannschaft. Nach einem Radverlust parkt das Auto an der Leitplanke und verliert wertvolle Zeit. Die BMW-Junioren kämpfen sich nach vorne, während in der Cup-2-Klasse bis zum Schluss die Entscheidung offen ist. David Pittard mit einem spektakulären Überholmanöver geht er hier vorbei, muss allerdings als nächstes die BMW-Junioren passieren lassen. Paul Hakemar, Carlos Rivas, einmal mehr das Duell in der Cup-2-Klasse mit spektakulären Einlagen auch in der AMG-Arena. Die TCR-Klasse fest in Hand der Familie Halder, Michel und Bruder Mike zusammen mit Roger Vögele im Honda Civic TCR. Auch im Clio-Lager ist man zufrieden mit einem schönen Ergebnis bei der Adenauer Rundstreckentrophäe. Der Dacia nach längerer Reparaturpause wieder auf der Reise. Hier geht es nur noch um die Zielankunft. Und wie schon einige Runden zuvor, Angriffe im Bereich Kesselchen Audi gegen BMW, genauso wie hier in der Schlussphase Vincent Kolb unter Druck gerät. Kein Druck mehr für die BMW Junioren, die hier ihren ersten Saisonerfolg nach Hause fahren und sich freuen. Nämlich Daniel Harper, Max Hesse, Nieverhagen auf Platz 2, der Rowe BMW mit Maxime Martin, Marco Wittmann und das Podium wird komplettiert durch den Land Audi R8 mit Christopher Mies, Christopher Hase und Patrick Niederhausen. Mit diesem Podium verabschiedet sich die Nürburgring Langstreckenserie in eine kurze Frühlingspause. Am 17. Juni geht es weiter mit Saisonlauf Nummer 4.